Unsere Mannschaft brennt auf dieses Achtelfinalspiel, weil solche Spiele eben auch, wo es kein Hintertürchen mehr gibt, wo es nur noch darum geht zu gewinnen, wo du gewinnen musst, solche Spiele haben schon eine besondere Magie und eine große Spannung. Wir haben geliefert bislang, wir haben das Spiel gegen die USA gewonnen, wir haben den Gruppensieg perfekt gemacht. Das war natürlich auch mal unser vorrangiges Ziel. Wir wissen, wir können besser spielen. Wir sind noch nicht am Limit. Wir brauchen keine grundsätzlichen Veränderungen unseres Systems. Wir brauchen keine grundsätzlichen Veränderungen unserer Spielidee. Was wir brauchen, sind Verbesserungen im Detail. Spiel im letzten Drittel, letzte Pass, letzte Konsequenz im Torabschluss, Besetzung im Strafraum. Und das sind so wichtige Dinge, über die wir uns nochmal unterhalten müssen und die Mannschaft besser machen muss. Wenn jemand denkt, dass man es jetzt im Achtelfinale mit vermeintlich leichten Gegnern zu tun hat, wenn man den Fokus richtet, vielleicht schon in Gedanken so ein bisschen auf die nächste Runde, dann macht man einen riesengroßen Fehler. Konzentration und Spannung, Anspannung ist das Gebot der Stunde. Jede Nachlässigkeit wird bestraft.